wieder Stefanie. Und heute möchte ich euch meine beiden neuen Degus vorstellen. Das sind einmal der Twalin, den habt ihr hier gerade gesehen. Mal schauen, wo er ist. Da hinten. Das ist ein Kastrat, also ein kastriertes Männchen. Er ist weiß mit etwas Agouti-Farben und 3 Jahre alt. Und die Galadriel, die sitzt jetzt gerade hier im Nest. Ich möchte sie auch nicht unnötig unter Stress setzen. Und sie ist 2 Jahre alt, ist sandfarben oder eine sandfarbene Schecke nennt man das, denn sie hat eine weiße Blässe auf der Stirn. Und sie ist, wie gesagt, 2 Jahre alt. Und die beiden sind seit Freitag bei mir. Ich habe sie von einer Deko-Züchterin, die auch Notfalltiere aufnimmt. Und der Twalin, der, mal sehen, ob er noch da sitzt. Ja, das seht ihr ihn. Der wurde aus schlechter Haltung gerettet. Sein Schwanz ist auch schon angeknabbert, aber das stört mich nicht. Und auch die Galadriel wurde aus schlechter Haltung gerettet. Bei ihr fehlt auch ein ganzes Stückchen Schwanz. Und ja, also mit meinen Mädels vertragen sie sich super. Die sitzen gerade alle 5 oder alle 4, weil Dwalin sitzt ja hinten in dem Nest. Und die beiden erziehen meine kleinen Mädels sehr gut. Also wenn die Dummheiten machen, dann gibt's mal eine hinter die Ohren, auf Deutsch gesagt. Und ja, Näheres kann ich zu den beiden noch nicht sagen, da sie noch sehr schreckhaft sind und ich sie auch nicht unnötig unter Stress setzen möchte. Und sie sich erstmal richtig einleben sollen. Am Freitag hatte ich sie mit den beiden, also mit meinen 3 Mädels am Trenngitter. Und war mit der Züchterin oder mit der vorherigen Besitzerin in Kontakt. Und sie hat gesagt, ich soll die zusammensetzen, da sonst nur Aggressionen am Trenngitter entstehen, da sie sich riechen können, aber halt nicht zu den Jungtieren können. Und ja, da habe ich sie dann zusammengelassen. Sie hatten erstmal bloß das Stückchen hier, also die obere Etage für sich, um sich kennenzulernen. Und dann habe ich den Käfig weiter und weiter erweitert oder immer weiter erweitert. Und ja, mittlerweile haben sie den ganzen Käfig und es funktioniert wirklich super. Und ja, wenn ihr ein Bild von Galadriel sehen wollt, das ist im Intro mit. Also seht ihr sie da. Wie gesagt, ich möchte sie jetzt nicht unbedingt unter Stress setzen, bloß um sie aus dem Nest rauszuholen. Ihr werdet sie auf alle Fälle irgendwann auch nochmal live sehen, wenn ich sie dann handzahm bekommen habe. Denn sie nimmt schon Leckerlis aus der Hand, aber ist halt ganz schnell damit weg. Und ich denke, wenn ich noch viel Geduld aufbringe, dann bekomme ich das hin, dass sie auch handzahm wird. So, und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!